Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Und zwar geht es um den ETS und den virtuellen Spediteur. Ich nehme mal an, für ATS wird das auch funktionieren, aber ich zeige es nur für ETS. Ich mache es für diejenigen, also jetzt bitte nicht, dass die Allgemeinheit das jetzt aufnimmt, was ich jetzt sage, aber das ist für diejenigen, die zu faul sind, mal selber ein paar Klicks zu machen oder mal zu überlegen, wenn mein altes Tutorial schon 3 Jahre her ist, dass ich natürlich ETS und virtueller Spediteur sich weiterentwickelt haben, dass das alles eventuell sich ein bisschen geändert hat und einfach mal selber ein paar Klicks machen, um mal ein bisschen zu überlegen. Deswegen mache ich das Tutorial jetzt nochmal neu. Ich habe es bereits ausprobiert. Es funktioniert eigentlich immer noch so, wie ich es vor 3 Jahren gemacht habe. Aber wie gesagt, für diejenigen, die nicht mal selber ein bisschen klicken und überlegen, mache ich es halt eben nochmal. Gut, ganz zum Anfang. Wir gucken nach, ob wir einen Auftrag von Rostock... fahren wir mal nach Paris. So, Malmö. Wie wir sehen, ist nichts nach Paris. Goodie, also wir wollen nach Paris. Wir gehen wieder ins Spiel ganz normal rein. Ich mache das mit der Schnellspeichertaste. Also mit Schnellspeicher, habt ihr ja gesehen eben oben. Funktioniert aber auch mit der Autospeicher. Aber Schnellspeichern ist besser, weil das der jetzige Zeitpunkt ist. So, wir gehen in den virtuellen Spediteur. Ich habe es schon mal geladen, aber ich mache es lieber nochmal. Also ETS ist die Version 1.48 momentan draußen. Und vom virtuellen Spediteur ist es die Version 2.18.4. Aufnehmen tue ich das September 2023. Ne, ich sage das bloß nicht, dass einer, der das 2026 guckt, dass er wieder ewige dämlichen Kommentare kommt von wegen, ich bin unfähig und so. Ne, deswegen sage ich es lieber von vornherein nochmal. Also ganz normal, ihr geht wieder hier rein, so wie immer. Geht bei euren Profilen rein. Wenn ihr mehrere Profile habt, müsst ihr euer richtiges Profil raussuchen. Ich habe es bereits gefunden. Ich gehe hier rein und lade es erstmal. So, ihr müsst bloß darauf achten, wenn ihr mehrere Profile habt, dass hier der gleiche Name steht wie in dem Profil, was ihr gerade im ETS spielt. So, hier müsst ihr auswählen Frachtmarkt. Zu dem eigenen Auflieger komme ich gleich. Frachtmarkt. Hier stellt ihr erstmal alles ein. Länder, Firma könnt ihr erstmal alles lassen, außer ihr wollt innerhalb eines Landes bleiben. Dann könnt ihr hier die Länder einstellen. Zufällige Firma. Hier lasse ich eigentlich alles so, wie es immer ist, weil, ne. So, wie gesagt, wir stehen in Rostock. Dann wähle ich ganz normal Rostock aus. Wir starten vor, meinetwegen von Sellplan. Wir wollen nach Paris, habe ich gesagt. Dann suchen wir Paris aus. Und wir wollen nach, ja, lassen wir gleich BHV. So, wir wollen fahren. Ne, das will ich nicht fahren. Wir nehmen Reis. So, Reis. Das ist eigentlich schon alles. Jetzt sagen wir, muss noch Fracht hinzufügen. Theoretisch könnte man jetzt gleich noch mehr machen. Ne? Jetzt hat er ja Paris hier drin. Jetzt könnte man theoretisch schon die nächste Fahrt wieder von Paris nehmen. Wir machen es einfach nochmal. Paris, wir fahren von Paris wieder zurück nach Rostock. Wir probieren es gleich aus. Ne, dann könnt ihr euch von BHV nach Sellplan. Und wir machen Gummibären meinetwegen. Machen wir auch wieder Fracht hinzufügen. Guckt, dann hat er das gleich hinten mit rangefügt. Und jetzt sagen wir einfach speichern. So, jetzt speichert er hier oben die Datei. Datei gespeichert. Wenn kein rotes hier erscheint, hat alles funktioniert. Wir gehen wieder zurück ins Spiel. Hier im Spiel wieder angekommen, müssen wir natürlich jetzt das Schnellspeichern wieder laden, das letzte, was wir im Spiel theoretisch abgespeichert hatten. Oder das neue, was jetzt von virtuellen Spediteur neu erstellt wurde. So, jetzt haben wir das geladen. Wir gehen auf Auftrag, wir gehen auf Aufträge, weil Frachtmarkt wäre ja eigener Aufleger. Wir gehen auf Frachtmarkt, wählen hier wieder Rostock aus und gucken nach, ob wir was nach Paris haben. Und wie ihr seht, wir haben Reis nach Berlin. Nach Paris, Entschuldigung, von Sellplan nach BHV, so wie ich es eingestellt habe. Also funktioniert alles wunderbar wie früher. Jetzt gucken wir mal ganz schnell Paris, ob wir was nach Rostock haben, und zwar Gummibären. Die müssten ja jetzt theoretisch hier auch drin sein. Und da haben wir Gummibärchen von BHV nach Sellplan, von Paris nach Rostock. Also es funktioniert alles so, wie ich es vor 3 Jahren schon gesagt habe. Man muss bloß mal ein bisschen klicken. So, wir gehen mal in den Mod-Ordner, neuen. So, ich habe mal sicherheitshalber alle rausgeschmissen. Ich glaube, ihr könnt alle drin lassen. Was ihr vielleicht rausschmeißen müsst, bei mir hat es nämlich nicht funktioniert. Vielleicht war es auch bloß ein dummer Fehler, ich weiß es nicht. Und zwar Real Company. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich spiele gerne mit Real Company. Aber weil ja jetzt auch Sellplan zum Beispiel DHL wird, kann das sein, dass der virtuelle Spediteur die Firma nicht findet. Deswegen musste ich das, habe ich das sicherheitshalber rausgeschmissen. Seitdem hat alles funktioniert, wo ich es drin hatte, kam keine Aufträge, weil er ja eigentlich nach Sellplan sucht, aber im Spiel gibt es ja nur DHL als Beispiel. Deswegen
würde ich den erstmal rausschmeißen. So, kommen wir jetzt noch schnell zum eigenen Auflieger, was eigentlich funktioniert, aber weil es bei dem virtuellen Spediteur noch die alte Version ist, nehme ich mal an, dass es deswegen nicht funktionieren wird. Wir machen es wie gefolgt. Ich will euch dort nur zeigen, dass es funktioniert, aber ihr könnt die Aufträge nicht fahren, solange sich die Städte nicht geändert haben. Dann könntet ihr sie fahren. Wir gehen wieder auf Speichern. Wir gehen wieder in den virtuellen Spediteur. Wir laden unser Profil nochmal neu. So, abgeschlossen. So, wir gehen jetzt mal auf eigenen Auflieger. So, jetzt kann man hier natürlich nur Version 1.47 auswählen. Wir haben aber bereits 1.48. So, wir stellen wieder ein. Wir fahren wieder von Rostock. Wir fahren wieder von Rostock. Wählen wieder Sellplan aus, weil da hat es eben gerade, da habe ich das nämlich mitgekriegt, da hat das nicht funktioniert. Wir fahren meinetwegen nach Rom. Ist auch egal wohin. Machen wieder Reis. Keine Ahnung. So, wir lassen den Cruise Insider, den habe ich auch ausgewählt im Spiel. Wir gehen auf Fracht hinzufügen und speichern. Ihr seht, es gibt wieder keinen Fehler. Datei wurde gespeichert. Wir gehen wieder ins Spiel. Im Spiel wieder angekommen. Ganz normal wieder das Profil laden. Schnell speichern. So, nach dem Laden gucken wir mal nach. Jetzt bei Frachtmarkt. Ne, wir haben hier eigenen Auflieger. Ach nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht. Entschuldigung. Wir können direkt auf die Karte gucken. Und wie ihr seht, die Fahne ist da. Das heißt, da ist jetzt unser Auftrag. Weil hier muss, bevor Rostock... Rostock wurde zum Beispiel komplett überarbeitet. Ne, Rostock war früher nicht so. Das sah nicht so schön aus. Das war ja einfach, wie man das so kennt, diese Vierecke, sag ich mal, wo man immer bloß gerade Straßen hatte. Sellplan muss mal hier gewesen sein. Jetzt ist Sellplan aber hier. Und deswegen würdet ihr diese Fracht jetzt nicht mehr fahren können. Deswegen nur noch Aufträge momentan. Frachtmarkt würde wahrscheinlich nur funktionieren, wenn ihr jetzt Städte habt, die jetzt zum Beispiel nicht... bei der 1.48 geändert worden sind. Paris oder Prag oder was, keine Ahnung. Ne? Also wenn Sellplan schon immer hier gewesen ist, werdet ihr wahrscheinlich den Auftrag fahren können. Aber es wurden ja viele Städte umgearbeitet, deswegen wird das nicht mehr funktionieren, weil ihr müsst jetzt nämlich hierher fahren. Aber geht ja gar nicht. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar gehen wir mal hier rein. Wenn wir mal auf das Fliegen gehen, Entschuldigung, Karte mal aufmachen. Kleinen Moment, wir müssen ein bisschen schneller gehen. Pass mal auf, da hinten seht ihr gleich. Da, seht ihr das? Da, ups, ich kann ja keine Mod auswählen. Da ist unser Stellplatz. Da müssten wir jetzt eigentlich hinfahren, weil da war früher mal die Ladestation jetzt für diesen Auftrag. Und da kommen wir ja leider nicht mehr hin, weil hier ja jetzt Grünfläche ist. Ne? Deswegen, eigener Auflieger funktioniert momentan nicht. Das heißt also, immer nur Frachtmarkt, Standpunkt, Endpunkt. Auflieger könntet ihr theoretisch hier auswählen, aber ich würde da alle lassen. So könnt ihr hier nichts falsch machen, wenn ihr jetzt, was weiß ich, hier Container habt und wählt aber Gas aus oder irgendwas, ne, das geht, funktioniert ja nicht. Ne, und dann macht einfach das so und dann könnt ihr, wie gesagt, hinzufügen. Abspeichern, dann sind alle Aufträge einmal da. Also wie gesagt, es funktioniert immer noch so wie vor 3 Jahren. Man muss nur mal ein bisschen überlegen und klicken und mal ein bisschen, ne? Alles klar, das war es eigentlich schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, vielleicht sehen wir uns in 3 Jahren wieder zum nächsten Video. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.